Hallo und herzlich willkommen zu meinen Videos. Heute ist der 23.10.2020. Ich bin schon wieder extrem müde, was man mir wahrscheinlich auch ansieht. Ich habe von gestern auf heute in der Nacht erst ab 1:30 oder 3 geschlafen. Hab 2, glaube ich. Ich habe dann bis um 11 geschlafen. Das hat aber die Müdigkeit nicht weggemacht. Ich bin einfach extrem müde und fertig. Und Corinna war heute da. Es war sehr schön mit ihr. Sie war sehr überdreht, was ich teilweise nicht teilen konnte, aber es war trotzdem lustig. Ich mag sie gerne und freue mich auch immer, wenn sie kommt. Mit Sonne fällt es mir leichter, aber Corinna ist auch noch etwas jünger und findet halt andere Sachen lustiger, die ich manchmal nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das ist nicht ihre Schuld. Gerade wenn ich so müde bin, tut sie mir leid, weil ihr halt auch langweilig ist. Ich meine, sie ist zu meiner Unterstützung da, aber es ist halt blöd, wenn ich fast einschlafe, wenn sie da ist. Und ich gebe mir zwar immer recht Mühe, aber es gelingt mir halt auch nicht immer, so viel Energie aufzubringen und bei ihren Späßen mitzulachen, wenn mir gerade so überhaupt nicht nachlachen. Trotzdem ist es immer recht schön mit Corinna. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Und morgen kommt wieder Sonja. Ich freue mich schon auf Sonja. Und ja. Gestern habe ich noch immer nicht erreicht. Ich hätte auch heute kein Telefonat entgegennehmen können, weil ich einfach zu müde war. Nach dem Aufstehen. Und Christoph habe ich auch noch nicht angerufen. Weil er am Städten jetzt rot ist auf der Corona-Skala, werde ich auch in nächster Zeit nicht zu ihm fahren. Ich werde heute noch Kerstin schreiben und vielleicht Christoph auch. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Sonst geht's mir so mittelmäßig. Die Stimmung leidet natürlich auch unter der Müdigkeit. Und ich freue mich einfach, wenn ich jetzt dann abdrehen kann. Ich wollte wie immer ein Video für euch hinterlassen. Ich glaube, ihr merkt selbst, dass ich sehr energielos und müde bin. Und es mir schwerfällt, die Augen offen zu halten. Ich glaube immer, wenn ich im Bett liege, wird's noch schlimmer. Aber naja.
Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe jetzt einen großen Teil meiner Weihnachtsgeschenke für meine Familie schon gekauft. Und einen mittleren Teil will ich am Black Friday bestellen. Und ja, je nachdem, wie die Preise dann sind. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.